was auf, William. Eine Störung oder was anderes. Fahr mal den NAV-Punkt an. Hier kommen wir nicht rein. Da hilft uns auch der Toröffner nicht. Shit. Aber wir haben den Schlüssel. Fehlt noch das Schloss. Schau dich mal etwas um, William. William, ich empfange da wieder irgendwelche Störungen. Was? Diese Löcher da, was ist das? Schau dir das mal genauer an, William. Könnte eine Erosion sein. Schwache Kennsignatur, die den Öffnungsmechanismus auslöste. Ich hatte überlebt. Und mit mir so viele Hoffnungen und so viel Angst. Was würde mich hinter diesem Tor erwarten?
Würde ich hier eintauchen in den Geist des 22. Jahrhunderts? Vielleicht auf Spuren meines Ahnen treffen? Und würde ich die Tränen des Engels hier finden? Ich fuhr ins Herz der Finsternis, dockte an und stieg aus. Es war eine Werft und ich sah das gigantische Werk von William Drake MacGregor, Earl of Midlothian, vor mir. Es war die Werkstatt seines Geistes. Hier wurden seine Visionen und die seiner Freunde Wirklichkeit. Vielleicht hatten sie ja hier den Bund gegründet, dessen Regeln wir alle gefolgt sind. Sein letztes Boot, die Revelation, lag da. Seit Jahrhunderten. Und ihr Anblick löste einen Schauder der Ehrfurcht in mir aus. Revelation, die Offenbarung. Aber die Werft war nur ein kleiner Bestandteil dessen, was hier auf mich warten sollte. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Die Last von 500 Jahren Stille und verborgenen Geheimnissen drohte mich zu erdrücken. Eine eiskalte Ahnung beschlich mich. Vielleicht würde ich Angelina und die anderen nie mehr wiedersehen. Wartete hier eine Offenbarung auf mich, oder? Es war anders. Hier spürte ich die Gegenwart eines Fremden. Mir fiel die alte Geschichte von Großmutter ein. Hier war es, wo MacGregor jenes seltsame Geschöpf hingebracht hatte. Ich durchwanderte diese fremde Welt, während das Blut in meinem Kopf sang und mein Herz vor Angst und Aufregung schlug, wie ein Mechanismus kurz vor seinem Zusammenbruch. Der Komplex war riesig. MacGregor hatte anscheinend einem gigantischen Forschungs- und Ingenieurskonzern vorgestanden. Allein der Fund dieser Festung aus Oberflächenzeiten würde uns Milliarden von Credits einbringen. Aber es war nicht der Gedanke an das Geld, der mich verfolgte. Es war etwas Unbestimmbares. Ich spürte, dass ich mich dem Zentrum meiner Angst langsam näherte. Ich checkte die Atemluft. Der Druck war in Ordnung. Ich nahm meinen Helm ab und atmete zum ersten Mal die Luft längst vergangener Zeiten ein. MacGregor hatte gut vorgesorgt. Er wusste, dass eines Tages jemand kommen würde. 500 Jahre nach ihm. Vermutlich wurde die gesamte Anlage von einem altertümlichen Fusionspowerblock mit Energie versorgt. Jetzt war ich angekommen. Hier wartete das Geheimnis des zweiten Engels auf mich. In der Überlieferung hieß es: Und der zweite Engel blies seine Posaune. Und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb. Und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Ich hatte keine Ahnung, was dieser Satz bedeutete. Etwas würde ins Meer stürzen, es verwandeln und seine Bewohner vernichten. Der Engel blickte traurig und geduldig. Das lange Warten hatte ihm keine Mühe bereitet. Was ich da vor mir sah, kannte ich aus den Datenkanälen Aquas. Es war eine antike Pendeluhr, wie sie in Oberflächenzeiten benutzt wurde. Ich wusste nicht, wer oder was mir befahl, das Pendel anzustoßen. Ich hatte keine Macht mehr über meine Sinne und das, was jetzt geschehen sollte. Ich hörte eine weit entfernte Melodie. Sie war so vertraut und fremd zugleich. Und dann, jenseits...
Namen des Engels. Ich konnte fühlen, wie die Muskeln meiner Hand zu beben begannen. Was war das? Diese Kapseln strahlten Wärme aus und erweckten in mir eine nie gekannte Sehnsucht. Der Strand. Das Antlitz des Engels. Mehr als ein Traum. Ich sah mich um. Ich wusste plötzlich, dass ich nicht allein an diesem Ort war. Etwas wartete auf mich. Nebenan. Kein Platz von dieser Welt. Eis. Kein Eis von dieser Welt. Das Geschöpf. Verschwindet. Es war wie in den Geschichten von Großmutter. Von Angesicht zu Angesicht offenbarte es mir eine Fratze des Bösen. Angelina! Meine Augen waren geblendet, aber ich konnte hören, wie Angelina in den Raum stürzte. Ich wusste, dass sie mich nicht allein lassen würde. Und ich spürte dankbar ihre Gegenwart. Das Eis war verschwunden, aber das Geschöpf lebte. Ich hatte keinerlei Ahnung, was soeben geschehen war. Traum, Wahrheit und Vision taumelten durch mein Gehirn. Aber die Realität war bei weitem entsetzlicher als alles, was ich mir je vorstellen konnte. Ich hörte, wie Stony, Animal und Fuzzyhead unten andockten. Stony brüllte vor Begeisterung. Die gesamte Anlage, mein Erbe, war von unschätzbarem Wert. Und dennoch, die Tränen des Engels. Wenn ich mich heute, ein Jahr nach unserer Reise, daran erinnere, ihr wahrer Wert, ihre wahre Bedeutung, überstieg jede menschliche Vorstellung. Wir setzten Amitab und meinen Onkel Nathaniel de Granada in der Werft meines Urahns bei. Hier würden sie für den Rest aller Zeit ihre stumme Wache halten, über das, was in Zukunft das größte Geheimnis der Menschheit genannt werden würde. Mir wurde klar, dass jenes Boot, das in der Werft meines Ahns lag, seinen Namen aus einem bestimmten Grund bekommen hatte. Revelation, die Offenbarung. Dieser Ort, die Tränen des Engels, alles sollte in ferner Zukunft seine Bedeutung für mich und meine Freunde bekommen. Eine Bedeutung, die ich damals noch nicht im geringsten erahnen konnte. Da waren wir fünf. Die Überlebenden. Der Spur des Engels durch die Weltmeere gefolgt. Die Tränen des Engels wohl verstaut in meinem Smartsuit. Vergangenheit und Zukunft trafen sich an diesem Ort. Ich hörte eine Stimme in meinem Kopf. Die Stimme William Drake McGregors. Die Zeit schreitet fort, so wie es die Evolution tut. Niemals gibt es ein Zurück. Darin liegt unser Segen und unser Fluch. Es sollten uns Zeiten bevorstehen voller Schrecken und Glück. Wir waren in Geschichten verwickelt worden, die so unglaublich klangen, dass kein Mensch sich je getraut hatte, sie niederzuschreiben. Aus Furcht, seine Nachkommen könnten deswegen wahnsinnig vor Angst werden. Meine Freunde und ich, Angelina, wir trotzten dem Wahnsinn. Und dennoch kannten wir nicht die ganze Wahrheit. Doch das, was ich euch erzählt habe, ist nichts im Vergleich zu dem, was uns alle noch erwarten sollte. Wir sind reich geworden. Durch die Tränen des Engels leben wir wie Fürsten in der Clansunion. Wir haben Macht. Die größte Macht, die Menschen jemals besaßen. Aber ich weiß, dass jemand hinter uns her ist. Ein Teufel in Menschengestalt. Ein Söldner, der seine Waffen längst auf uns gerichtet hat. Irgendwann würde er vor unserem Palais stehen, um unser Leben zu beenden. Ich kenne seinen Namen. Und ihr? Ihr kennt diesen Namen genauso gut. Aber das wird eine andere Geschichte sein.